Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres werten Game Weekends. Und in unserer dieswöchentendigen Ausgabe schnappen wir uns mal ein Spiel aus dem Hause Square Enix und Disney und HA&D. Aufmerksame Naturen werden schon gemerkt haben, es handelt sich um den neuesten Teil der Kingdom Hearts Saga, und zwar Recoded für den DS. Das ist nämlich heute in die Läden gekommen und wir werden jetzt mal gemeinsam einen Blick drauf werfen. Wobei, ich muss gestehen, ich bin schon ein klein wenig weiter. Also ich habe schon ein bisschen gespielt und werde euch daher vielleicht auch ein bisschen mehr zu dem Spiel sagen können. Doch wir fangen natürlich erstmal einen komplett neuen Spielstand an. Promise me, Naminé. Oh ja, Spoilerkanone. Also Square Enix hat sich jetzt aus jedem ausnahmslos jedem vergangenen Kingdom Hearts Titel Szenen geschnappt und die zu einem kleinen Musikvideo zusammengeschnitten. Wobei ich muss sagen, am Anfang habe ich gar nicht gelogen. Ich habe gesagt, brandneues Kapitel, aber so brandneu ist es nicht. Kingdom Hearts Recoded ist nämlich ein Remake für den DS von einem Handyspiel, das ursprünglich im Verlauf von 2009 bis Anfang 2010 in. Nein, sage ich jetzt nicht, weil das wäre Spoiler für den Umfang. In einigen Episoden abgeschlossen wurde. Und Square Enix hat anscheinend sehr, sehr schnell ein Remake zusammengebastelt für den DS, das letztes Jahr noch in Japan erschienen ist. Und zum Glück auch dann am heutigen Tage den europäischen Markt erreicht hat, sodass wir uns auch an der Storyline von Coded erfreuen können. So unwichtig, wie sie auch manchmal erscheinen mag. Hier sehen wir jetzt Szenen aus Kingdom Hearts 2. Recoded setzt auch direkt an das Ende von Kingdom Hearts 2 an. Wir werden auch gleich sehen, wo genau. So, für all diejenigen, also für die drei Leute, die Kingdom Hearts 2 jetzt noch nicht durchgespielt haben, enjoy your spoilers. Dann geht das Spiel mal los, würde ich sagen, ne? Viel wichtiger jedoch, was ist dieser Eintrag hier? Der gehört dann hin. Und deswegen macht sich jetzt Jiminy zu König Mickey auf, um die wahrhaft dramatische Situation zu besprechen. I certainly didn't write it. And you know, I never once let the journal out of my sight. I don't know when anybody would have had a chance to.
They're hurting will be mended. Gosh, Jiminy. Sounds like somebody needs help and doesn't know what to do. Mein Tagebuch? Huh, er hat Hilfe gerufen. But how? All the other pages are completely blank. Ich weiß nicht, das ist eine sehr, sehr ungewöhnliche Methode. But that doesn't mean the journal is empty. Wie ihr bisher gemerkt habt, übrigens, wie auch bei Reaper Bait Days Over 2 und bei Birth by Sleep, Square Enix hat sich zum Glück dazu erbarmt, deutsche Untertitel und deutsche Texte ins gesamte Spiel zu hauen, aber die Sprachausgabe bleibt nach wie vor Englisch. Also wer sich auf deutsche Stimmen gefreut hat, der dürfte Korten klein wenig enttäuscht worden sein. Tja, doof gelaufen. Isn't there something else we can try? Gorsh, maybe if we could get in there somehow and fix the data, we could figure out what's wrong. Hey, that's it! We could look for somebody already in the journal and ask them to explore the world and repair the data. That's a great idea, Goofy! Somebody to explore the data from the inside. Also ganz ehrlich, ab dem Zeitpunkt digitalisiertes Tagebuch habt ihr mich verloren. Ich weiß nicht, inwiefern dieser Plot Sinn machen soll, aber dann wiederum, wenn man zu sehr in Kingdom Hearts Spielen nach dem absoluten Sinn und Zweck sucht in der Geschichte, dann sollte man lieber darüber nachdenken, ob man das richtige Spiel spielt. Jedenfalls, wir schlüpfen jetzt in die Rolle von Sora, und zwar nicht dem Sora aus Kingdom Hearts 1 und 2, und Chain of Memories, sondern von Sora aus dem Tagebuch, also sozusagen eine digitale Kopie von Sora. Und unser Abenteuer beginnt auch gleich am Ort des Erwachens. Wo wir natürlich erstmal das schöne Tutorial präsentiert bekommen. Also wir können uns wie gewohnt bewegen mit dem Steuerkreuz. Auf Knopfdruck können wir springen. Die anderen Tasten tun noch nichts. Und wir können mit R die Kamera bewegen. Das heißt, wir halten R gedrückt. Und können dann mit dem Steuerkreuz hier rumfuchteln. Wir können auch hier unten, wo wir auf dem Touchscreen eine Karte haben, wir können da auch drauf rumschrubbern. Und dann dreht sich die Kamera ebenso. Das ist aber extrem unpraktisch und wird wahrscheinlich im Spielverlauf überhaupt nicht genutzt. Und wir können mit Select rauszoomen. Ganz witzig dabei ist übrigens, dass die Kamera unter Standardeinstellungen so festgesetzt ist, egal wohin ihr euch bewegt. Das ist im Kampf ein bisschen unpraktisch. Dafür gibt es dann noch eine Lock-On-Funktion, da kommen wir auch noch zu. Aber für die Sprungeinlagen, die Recoded an manchen Stellen hat, sehr hilfreich, weil dann kann man so sich die Kamera so zur Seite stellen, dann hat man quasi einen 2D-Jump'n'Run, kann die Abstände gut einschätzen, springen, perfekt. So, aber wir wollen nicht zu viel vorweggreifen, also gehen wir jetzt erstmal hier weiter. Und das dürfte einigen hier wohl ein bisschen bekannt vorkommen. Jawohl, wir dürfen uns wieder für eine von drei Ausrichtungen entscheiden und eine von dreien danach aufgeben. Beim ersten Durchlauf habe ich das Schwert genommen und auf den Schild verzichtet. Nehmen wir diese Runde mal die Macht des Magiers. Und dafür verzichten wir auf
Kampf des Kriegers. Obwohl, ich glaube, ich überdenke das gleich nochmal. Nee, Moment. Also ich nehme jetzt mal hier die Macht des Wächters. Und werde dafür die Macht des Magiers los. Was das hier gerade bringt, das wissen diejenigen, die Kingdom Hearts 1 gezockt haben, natürlich schon längst. Aber für die Quereinsteiger, die sich übrigens auch ideal mit Recoded einfinden können, denn so viel Vorwissen setzt das Spiel nicht voraus. Hier wird quasi festgelegt, inwiefern sich euer Charakter durch Level-Ups automatisch entwickelt. Also wo ein paar Bonuspunkte reingehen bei jedem Levelaufstieg. So, und jetzt ist auch genug mit den Rendersequenzen aufwendigen Cutscenes, denn so werden die meisten Dialoge fortgetragen. In diesen Standbildsequenzen, wobei die sind eigentlich ziemlich liebevoll gemacht. Man sieht auch, da haben vielfältige Animationen diese Charakterporträts. Und hin und wieder bewegen sie sich auch mal. Wie gerade gesehen. Bist du? Kannst du mich hören? Folge dieser Person. Ich werde mal versuchen, einige Texte vorzulesen, weil ich nicht weiß, wie gut sichtbar sie sind, wenn man hier so den Kram abfilmt. Manchmal verschluckt die Kamera Texte. So, dann folgen wir mal dieser seltsamen Person da hinten. Wer auch immer das war, ist nicht hier. Vorsicht, Sora! Herzlose! Setze deine Macht ein! Meine Macht? Was ist das? Scheißegal, reicht zum Draufkloppen. Wir lernen die hohe Kunst des Kampfes. Du hast die Macht zum Kämpfen erworben. Ja, ganz einfach, Kiste. Dies ist deine Lebenskraft. Wir hauen auf den A-Knopf, um anzugreifen. Und sollten dafür sorgen, dass die Zeit des Kampfes wird bald kommen. Lass dein Licht heller strahlen. Wir sollten dafür sorgen, dass wir am Leben bleiben halt. So, hier sehen wir hier auch schon, die Kamera ist für den Kampf hier noch relativ brauchbar. Aber sobald das Ganze dann mit mehreren Gegnern und auf engerem Raum ist, wird es hässlich. Wir können aber natürlich durch gleichzeitigen Druck auf beide Schultertasten die Gegner anvisieren und sie so ganz einfach zermürben. Genau, du hast es erfasst. Jetzt kriegen wir nochmal beigebracht, dass wir unsere Gegner auch Lock-On erwischen können. Ganz bescheuert ist übrigens gemacht, wie man zwischen den Zielen wechselt. Dazu muss man L und R gedrückt halten und dann mit dem Steuerkreuz hin und her schalten. Es ist vor allem deswegen ungünstig, weil wenn man sich mit in einem hektischen Kampf befindet, dann wird das Ganze ein klein wenig kompliziert und überkompliziert und so, also unnötig kompliziert. So, und jetzt kommt was für die Birth by Sleep-Spieler. Denn Recoded benutzt dieselbe Kommandodeckstruktur. Und jetzt kommt gleich die nächste Neuerung, und zwar die ist für Recoded mehr oder minder exklusiv, wo Birth by Sleep diese zusätzlichen Fähigkeiten hatte, also mir fällt echt gerade nicht ein, wie die Dinger hießen.
jedenfalls verschiedene so eine Spezialleiste, sobald die voll ist, wechselt man sozusagen seinen Kampfstil. Sowas ähnliches hat jetzt Recoded auch, das nennt sich hier Übertaktung. Und zwar, wenn wir auf Gegner eindreschen oder ihnen Kommandodeckkarten auf den Kopf hauen, wo immer, dann lädt sich eine Leiste auf, erreicht die einen erreicht die ihre Gänze, dann steigen wir sozusagen einen Taktlevel auf und erhalten zusätzliche Fähigkeiten. Also hier sehen wir jetzt zum Beispiel auf Taktstufe 1 haben wir Autoheiltrank. Das ist automatisch immer aktiv. Und jetzt, wo wir Taktstufe 2 erreicht haben, kommt die Fähigkeit Medikus hinzu. Das Ganze geht dann so weiter, bis wir dann auf Maximum sind. Dann können wir ein Abschlusskommando ausführen, das da nochmal mächtig reinhaut. So, und das dürfen wir jetzt auch gleich mal ausprobieren. Wie das Kommandodeck funktioniert, wir schalten entweder mit L einfach so mal durch, oder wir halten L gedrückt und gehen dann mit B und X unter Standardeinstellungen die Kommandos durch. Wenn man sie richtig legt, reicht es allerdings, wenn man sie einfach nur durchschaltet und durchdrückt. So, und ich werde jetzt hier von den Schattenlurchen vermöbelt. Jetzt haben wir aber hier, seht ihr jetzt so links neben Soras Porträt, da ist die Taktanzeige. Ich stehe jetzt mal auf Maximum, wir sind voll, wir können den Schwerttanz ausführen. Und das war's. Räumen wir jetzt wohl auf. Jetzt kriegen wir noch den Level-Up beigebracht. Das wiederum ist mehr von Days inspiriert. Und wisst ihr was? Das nehmen wir uns dann im nächsten Teil vor, weil Zeit wird nicht unbedingt knapp, weil YouTube ja dieses Limit erhöht hat, aber wir wollen das ja ein kleines Häppchen genießen. Also dann Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Bis dann!